Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Heute sind wir mal wieder bei einer anderen Familie, der Familie Villarreal. Kilian solltet ihr kennen von der letzten Folge, da war Sophia und Luca in der Disse. Und ja, das ist Kilian jetzt. Und seine Zwillingsbrüder, das sind aber richtige Zwillinge, Jeremy und Pascal. Ja, so läuft der Lutz. Und ja, es ist Feierabend, also Feierabends, nicht Feierabend. Und ja, er ist gekränkt. Warum auch immer. Hört auf, mich anzustarren. Manchmal hat man das Gefühl, als würde man alles falsch machen und die ganze Welt würde einen dafür verurteilen. Also gekränkt, so sieht das aus. Geht nach Haus. Es kann auch sein, dass wenn er sich jetzt zum Beispiel in die Hose macht, er sogar, glaube ich, vor Scham sterben kann oder nicht. Oder war das nur Totlachen? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall sind jetzt Jeremy und Pascal, Kinder. Die waren vorher Kleinkinder. Und ja, das sind sie. Und das ist dann Jade Villarreal. Sie ist Jade Rose. Und sie ist, so sieht die jetzt aus. Und sie ist gerade nach Haus gekommen. Und ist Vizepräsidentin. Cool. Wahnsinn. Und der Vater ist immer noch in der Arbeit. So. Wollen wir mal starten? Ah, sie hat Hunger. Oh, nee. Oh, das ist so peinlich, was mir geschehen ist. Echt? Ist das echt peinlich? Ja, es ist mir echt peinlich. Das ist mir auch so unangenehm. Das glaubst du gar nicht, was die mir... Was, die ganze Welt, was sie gegen mich verschwören. Echt? Wollen wir später Karten spielen? Wenn wir, natürlich, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Ja, eher nicht so. Ich brauche jetzt meinen Freiraum. Verstehst du? Klar, ich räume dafür deinen Teller weg. Das ist echt nett von dir. Oh nein, oh no, bla. Mal wieder die falsche Taste, da kannst du ein bisschen Training machen. Ach, Pascal hat die... Oh nein! Natürlich kommt jetzt die Meldung. Der Max scheint anscheinend nicht so glücklich zu sein. Ja, dann würde ich mal sagen, geh mal nach Hause. Kannst du was essen? Reste nehmen? Ja. Ah, so gehen immer die Teenager. Das Leben. Das ist so eine Tragik. Nein. Wo wird er wieder so verdient? Und du kannst ja was essen. Ja, dann gehst du mal her, ja? Und isst dann mal. Der Papa. Ja, das ist doof. Ja, dann musst du schnell mal zerreißen. Für was gibt's die denn sonst? Ist einfach Erdbus Chili Sandwich. Das ist leider ein bisschen komisch. Fitnessfähigkeit 2 darf man auch ruhig so laufen. Was auch Spaß. Warum hast du alle Spaß? Du kannst ja auch deine Hausaufgaben machen. Wer ruft denn da jetzt an? Nö. Ja, das ist echt cool. Danke, dass du angerufen hast. Bye-bye. Dann kannst du ja deinem Sohn bei den Hausaufgaben helfen. Bei Hausaufgaben helfen. Na komm, Schatz, ich helfe dir bei den Hausaufgaben. Und was ist denn das heutige Thema? Oh, ich hätte so gerne Spaß. Arg. Was muss er denn machen? Daten durchsuchen. Auch das macht natürlich keinen Spaß. Du kannst ein Bad nehmen. Da. Ein Bad nehmen. Ein Schaumbad. Mal schauen, ob du davon Spaß kriegst. Was bist du denn eigentlich für eine Persönlichkeit? Gesellig und materialistisch. Tja. Cool. Die ist gelangweilt.
So, du kannst ja die Hausaufgaben. Hast du deine Hausaufgaben? Hast du Sansevi gemacht? Sehr schön. Du kannst Kumar, ja. Doomsday. Was bist du eigentlich? Ein aktiver Sim. Ja, cool. Draußen regnet es, ist halt doof. Oh. Du kannst halt nicht auf die Fitnessgeräte, kann Spieler mit, kannst ja mit Kilian spielen. Ich habe plötzlich das Bedürfnis, naja, Karten zu spielen. Weiß auch nicht warum. Ach, da bekommt man die Logikfähigkeit. Ach, cool. Das war auch schon. Nee, das ist ein falscher Bär. Der, solange es kein Alien ist. Aber dafür kann man eigentlich eine tolle Dings verdienen. Ah, oh, das sind tolle Karten. Wollen wir mal einspicken. Die ziehen etwa nur Karten, oder wie? Ist das das Spiel? Dama. Hm. Die Karten sind voll schlecht. Du kannst ja schon aufs Klo gehen, du kannst ja mitspielen. Oder geht das nicht mehr? Mitspielen, das schon. Und dann spielt euer Vater auch mit. Er hat ein bisschen Spaß. Da hätte er wohl mehr seinen, naja, seinen waschen müssen. Ich muss erstmal die Taste finden. So. Was können wir mit dir machen? Du bist gelangweilt. Also, das ist ja jetzt das Zimmer der Jungs. Kannst du ja spielen, meinetwegen. Spielen, Cyclinch. Wieso nicht? So, meine Jungs, ich mache dich alle fertig. Nee, gar nicht, machst du gar nicht. Nee, machst du gar nicht, machst du gar nicht. Ja, doch, ich mache euch alle fertig. Ihr seid mir nicht gewachsen, ne? Was? Was ist das? Ach so, ist ja seine Nichte. Wo ist seine Schwester? Da. Und der Makler Nuola nicht, wer auch immer das ist. Oh, Papa. Ja, so soll es sein. Wenn sie richtig beschämt sind, dann soll es auch so bleiben. Das ist ziemlich verstörend, finde ich. Aber gut. Nein, das ist vollkommen normal. Bei einigen Sims ist das vollkommen normal. Ja, gut. Also ich glaube, die ziehen nur Karten. Und bauen. Ja, gut. Ach, jetzt ist ja nicht mehr gelangweilt, ist ja schon. Du musst Geschäftsanrufe tätigen. Wie macht man denn das? Da, kannst du jetzt machen. Du hast. Oh, du kriegst Spaß, sehr schön. Snaps. So, wie sieht das aus? Oh, Also, die ziehen irgendwie nur Karten. Leidgetränkt. Du freust dich über den. Über das. Dein, oh, über das Leid? Über den Leid? Über die. Die Pein deines Sohnes, du Mistkerl. Na egal. Auf jeden Fall kannst du einen Film anschauen. Rowling, was ist mit deinem ältesten Sohnemann? Und diese zwei tun nicht Scoots. Können ja auch irgendwas Verrücktes machen. So, könnt ihr. Was könnt ihr denn machen? Tja. Grimassen schneiden. Blablabla. Muss schon deinen Bruder anschauen. Was lernst du dabei? Ja. So. Einfach sitzen. Wie wär's damit? Sohn. Ich kann nichts sehen, wenn du da rumstehst. Ja, ist das schon gut. Chill mal. Oh. Okay.
So, red mal mit deinem Vater. Das ist ja bald weg. Es ist weg. Ja, aber okay, dann hat sich das erledigt. Schlaues Spiel, cool. Tiefgründige Gornalhaltung. Papa, es geht mir jetzt wieder gut. Oh, das freut mich für dich. Was hattest du denn für Probleme, mein Sohnemann? Gar keine. Cool. Ja. Hast du das erledigt? Perfekt. Dann kannst du ja weiter Spiele spielen. Was musst du eigentlich machen? Ach, du musst Daten durchsuchen. Du wurdest gerade befördert, da muss man jetzt nicht. So, was bist du eigentlich befördert worden? Regierungsagent. Don, don, don. Geheimagent. Don, don, don. Du bist ja gar nicht so alt. 67 Tage, puh, da hat er fast alles erreicht. Mach mal langsam, bruh. So. Es ist ziemlich spät. Da würde ich sagen, da sollen die mal. Da kannst du schnell aufs Klo gehen und dann. Ja. Und du hast dann hier. Eigentlich könnte man. Ja. Eine Fotokarriere machen. So. Du gehst jetzt zu deiner Frau. Und ich glaube ich, auch mal schlafen. So. Wer bist du nochmal? Du bist der Jeremy. Das ist dann, glaube ich, dein Bett. Das ist schon perfekt. Und das ist dann dein Bett. Das geht auch immer irgendwie kaputt. Beide sind sogar kaputt. Naja, wie ist denn deine Mechanikfähigkeit? Oder Geschicklichkeit? Ja, gut. Oh, ich mache euch fertig, ihr Drecksschweine. Ah, da, hier, also bam, boom, bam, boom, bam, boom, bam, bam, ja. Yeah. Ja, das ist ja die Sims, das ist ja ungewöhnlich. Hey Schatz, wie was geht? Du siehst heute wieder schick aus. Oh, danke, Schatz. Aber ich bin nicht in Stimmung. Was? Du bist nicht in Stimmung? Du bist so heiß wie eine Rose. Du musst in Stimmung sein. Aha, ja, natürlich. Nein, da bin ich aber nicht. Ich bin peinlich berührt. Tu mir einfach so, das war peinlich berührt. Schatz, komm schon. Ich habe Lust. Nein, ich habe jetzt keine Lust. Jetzt komm schon. Nein, Max. Ich möchte jetzt nicht. Ich bin nicht in Stimmung. Das musst du einfach mal respektieren. Aber wieso denn nicht? Weil ich eben eine ältere Frau bin. Was, so alt bist du doch gar nicht. Na doch, du weißt doch, dass ich nicht mehr die Jüngste bin. Und ich habe außerdem die Menopause durch. Was? Menopause? Das ist ja voll peinlich. Ich weiß gar nicht, was du da überhaupt redest. Du könntest auch schlafen gehen. So, einmal mal schlafen gehen. Darüber macht man sich aber nicht lustig. Aber jetzt komm schon, ich möchte noch ein Baby. Noch ein Baby? Bist du wahnsinnig? Nein, bin ich nicht. Ich, naja, da. Also, die Menopause bedeutet, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann. Das ist nochmal, ach, sehr beschämt. Ach, ist, was war das andere? Woran er litt? Weiß ich gerade nicht mehr. War bin ich blöd. Auf jeden Fall ist beschämt wahrscheinlich nur die zweite Stufe und das andere, was Max vorher war. Nenne ich Max Kilian. Was war denn das? Erniedrigt? Ach, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall machen wir weiter. Jetzt komm schon. Wir können doch nicht fertig sein. Ach, Schatz, ich kann nicht. Ich kann keine Kinder mehr bekommen, verstehst du? Was? Ach, jetzt komm. Mensch, ich will aber. Das. Außerdem, nein. Nein, wir können keine Kinder mehr bekommen, weil ich keine Kinder mehr bekommen kann. So ist das nun mal. Das ist nun mal der Lauf des Lebens. Ah, komm, das ist ja voll ungerecht. Ja, das? Dann weißt du mal, was wir Frauen durchmachen müssen. Es tut mir leid. Du hättest dir vielleicht eine jüngere Frau suchen müssen. Was? Eine jüngere Frau? Aber du bist viel erfahrener als diese Jung-Sims-Frauen. Ach. Und
Naja, keine Ahnung. Ich habe gesagt nein. Verstehst du das endlich? Ist ja schon gut, Mann. Du bist aber zickig grad. Ich geh jetzt ins Bett. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Mano. Da ist doch eine Toilette. Jetzt ist er runtergegangen. Ja, Jade ist halt auch nicht mehr die Jüngste. Und so ist halt nun mal der Lauf der Dinge. Was? Ja. Warum will denn der Max so viele Kinder? Er hat doch schon 3 Kinder. Maximilian! Du freche Lümmel. So, dann gehst du mal ins Bett. Ich bin mal gespannt, ob die wieder einen Altraum haben. Ah, das werden sie nicht haben wegen dieser Lampe. Es kann ja auch sein, dass ein anderer das im. Wie sagt man? Einen Albtraum bekommt. Oder halt Angst hat. Ja, ist doch. Wäre doch schön, oder nicht? Oder ja oder nein, oder ja oder nein. So, ja. Keiner kriegt einen Albtraum. Tralalala. Ja. Zwei Jungs sind wach. So, du gehst aufs Klo. Wo ist das Klo? Du auch? Jemand muss das Essen machen. Komm, schauen wir mal Essen hier. So, warum das immer drin ist, ich weiß nicht. Egal. Du kannst ja. Versuch lieber einen Gartensalat zu machen. Oh. Oh, das ist. Oh, ich hab so einen Muskelkater. Solche Schmerzen. Ich muss jetzt essen machen, ich hab Hunger. Du kannst ja. Einfach duschen. Du kannst auch duschen. Ups, falscher Sim. Hey, die Einrichtung ist schön, also habe ich keinen Muskelkater mehr. Au, jetzt habe ich mir einen Finger geschnitten. Ah, verdammt, jetzt sollte ich mich mehr konzentrieren. Und jetzt haben wir in diese Schüssel rein. Und zapp, 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 zapp. Ja, 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 cool, cool, cool. Wir sollen mal reinschauen. Ist da auch alles drin? Jedes Gewürz und wieder Chili, Chili. Misch, misch, masch. Ja, ja, nochmal mischen. Tralalala. Das ist eine Stunde in der Arbeit. So. Ausgezeichnet. Angeblich. Dann legst du da hin. Bist du fertig mit dem Duschen? Da kannst du ja ein Gericht nehmen und du kannst auch ein Gericht nehmen, was euer lieber großer Bruder so zubereitet hat. Jetzt dir, du hast auch Hunger. Du hast auch Hunger. Wann musst du in die Arbeit? 3 Stunden. Wann musst du in die Arbeit? 3 Stunden. Dann kannst du ja noch weiter schlafen. Boah, brah. Ich hätte voll gerne den größeren Fernseher. Wir müssen uns erstmal begrüßen. Weil wir haben es noch nicht begrüßt. Wir wohnen ja nur miteinander. Ja, glitsch mal durch den Stuhl. Helfen! Oh, Quapper. Ja, Quappo. Goldini, Goldini. Was? Ach, me ploy your band. Ach, falscher Sim schon wieder. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ach so, aber du beschwerst über die Größe des Fernsehers. Genau, setz dich da mal hin. So groß muss der Fernseher doch gar nicht sein. Stell dich mal nicht so an, Kilian. Ja, der ist voll albern. Kannst ja aufräumen. Schau, dass die Salzstreuer nur Deko sind. Ups, ihr müsst in die Schule. Ist mal schnell, ja, zu fix. Hey, ich muss da in die Schule? Ja. Ja, ich esse dann nochmal schnell auf.
Also wollen wir darüber reden? Worüber willst du denn reden? Naja, ich will noch Kinder haben. Kinder? Ach, Schatz. Ich hab dir doch bereits gesagt, ich kann keine Kinder mehr bekommen. Das ist nun mal das Leben. So ist nun mal das Leben einer Frau. Du bist ein... Ja, aber was soll ich denn machen, dass ich Kinder haben will? Also, Schatz, wir haben bereits schon 3 Kinder. Du brauchst nicht noch mehr Kinder. Also, wir brauchen nicht. Wir haben 3 Jungs. Jeder Mann wäre froh, wenn er nur 3 Jungs hätte. Was? Naja. Das ist echt doof, weil ich will halt noch Kinder. Ich hätte auch gerne eine kleine Prinzessin als Tochter und so. Aha. Aha. Verstehst du, das ist halt nicht so toll. Weil, ja, aber ich hab dir bereits gesagt, ich kann keine Kinder mehr bekommen. Das ist nun mal der Lauf des Lebens eines Sims. Besonders einer Frau. Du kannst... Naja, du musst es akzeptieren. Akzeptieren? Das ist doch ein Witz, oder? Oh, wir sind schon bei 21 Minuten. Ja, Fortsetzung folgt, würde ich mal sagen. Dann machen wir einfach in der nächsten Folge weiter. Mal schauen, wie sich das so entwickelt bei den beiden. Also Max will unbedingt noch mehr Kinder, er ist ja auch noch ein junger Sim, er hat ja noch ein bisschen zum, ist ja auch der falsche ausgewählte Sim, bis zum Erwachsenen. Ja, das ist halt nun mal so, gut, ich meine, das ist ein bisschen unrealistisch, wenn man den Balken sieht, dass das schon ein Teenager-Sohn hat, aber egal, er war, was weiß ich, 20 und theoretisch müsste er jetzt schon über 30 sein, ja, er hat bei dem Alter gelogen. Auf jeden Fall, falls euch die Folge gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben und natürlich ein Abonnement da lassen und mir nicht vergessen, auf Twitch zu followen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge dann. Ciao.